Kali veranstaltet ein Picknick für ihre 6 Freunde. Ihr ältester Freund Vikram ist 10 Jahre alt. Ihre jüngste Freundin Dia ist 6 Jahre alt. Kali hat insgesamt 48 Blaubeeren und möchte diese gleichmäßig zwischen ihren Freunden aufteilen. Wie viele Blaubeeren bekommt jeder von Kalis Freunden? Okay, ich würde jetzt erstmal gucken, welche Angaben ich überhaupt brauche. Einmal muss ich ja wissen, wie viele Freunde hat Kali denn eigentlich? Und das steht glücklicherweise gleich hier ganz oben am Anfang. Kali hat nämlich 6 Freunde. Und was will sie machen? Sie will ihre Blaubeeren aufteilen. Okay, das heißt, ich muss ja erstmal wissen, wie viele Blaubeeren hat Kali denn eigentlich? Und das steht doch hier auch irgendwo. Hier steht, Kali hat insgesamt 48 Blaubeeren. Sehr gut. Und ich denke, mehr Angaben brauche ich gar nicht. Das heißt, es ist ganz egal, wie alt Vikram zum Beispiel ist. Hier, Vikram ist 10 Jahre alt. Das brauchen wir gar nicht wissen. Und dass Dia 6 Jahre alt ist, brauchen wir auch gar nicht wissen, um die Aufgabe zu beantworten. Also, was Kali jetzt machen möchte, ist, sie hat 48 Blaubeeren und die möchte sie gleichmäßig aufteilen zwischen ihren 6 Freunden. Also 48 geteilt durch 6 ist Fragezeichen. Und das Fragezeichen, das suchen wir jetzt. Eine andere Möglichkeit, das zu schreiben, wäre auch, ich könnte sagen, 48 ist das gleiche wie 6 mal Fragezeichen. Okay, und warum ist das das gleiche? Naja, das Fragezeichen, was wir suchen, ist ja die Anzahl der Blaubeeren pro Freund. Das heißt, hier würde dann stehen, die Anzahl der Blaubeeren pro Freund mal die Anzahl der Freunde. Ja, und das ergibt natürlich dann die insgesamt, also die Summe der Blaubeeren, die alle Freunde insgesamt haben. Okay, also ich versuche jetzt einfach mal die Aufgabe hier zu lösen. Und was ich mache ist, ich schaue mir einfach die Vielfachen von 6 an und gucke einfach, ob ich irgendwo auf 48 stoße. Also ich fange mal an. Ich weiß, dass 1 mal 6 gleich 6 ist. Und ich weiß, dass 2 mal 6 gleich 12 ist. Also was ich jetzt mache ist, ich erhöhe hier auf der rechten Seite einfach immer das Ergebnis plus 6. Demnach muss ja 3 mal 6 das gleiche sein wie 12 plus 6, also 18. Und dann ist 4 mal 6 24. Und ich mache mal hier drüben weiter. Dann ist 5 mal 6 das gleiche wie 30 und 6 mal 6 ist das gleiche wie 36. Also ich sage lieber nochmal, das Einzige, was ich mache, ist auf der rechten Seite hier immer plus 6 rechnen, also 6 hinzufügen. Okay, weiter. 48 habe ich noch nicht gefunden. Also 7 mal 6 ist gleich 42. 8 mal 6 ist gleich, 42 plus 6, ja, das passt ja, das sind ja genau 48. Sehr gut, 48. Das heißt, das Fragezeichen hier oben muss also diese 8 sein. Ich kann es sogar noch ein bisschen deutlicher machen. Ich kann dir nämlich verraten, dass 6 mal Fragezeichen ist das gleiche wie Fragezeichen mal 6. Die Fragezeichen mal 6. Und dann siehst du es ganz genau hier unten, weil dann ist dieses Muster hier irgendwas mal 6. Steht ja hier auch irgendwas mal 6. Das heißt, dieses Fragezeichen hier muss also diese 8 hier unten sein. Also, habe ich ja eben schon gesagt, das hier ist ja nur eine umgeschriebene Form von der Aufgabe hier oben, die wir eigentlich lösen wollten. Demnach muss 48 durch 6 also das gleiche sein wie 8. So, das kann ich ja jetzt erstmal behaupten, aber wir können das sogar nochmal überprüfen. Ich habe ja hier links noch ein Bild von insgesamt 48 Blaubeeren. Du kannst gerne zählen, wenn du möchtest. In der Zeit, während du zählst, teile ich das Ganze hier mal in 6 Gruppen auf mit jeweils 8 Blaubeeren. Also die erste Gruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In der Gruppe sind 8 Blaubeeren. Zweite Gruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zweite Gruppe.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dritte Gruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die vierte Gruppe. Also vier Freunde haben schon ihre Blaubeeren. Fehlen noch zwei. Ich mache mal hier oben weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die fünfte Gruppe. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Also ich habe jetzt hier sechs Gruppen mit jeweils acht Blaubeeren. Das heißt, das stimmt wirklich. Wir können 48 in sechs gleich große Gruppen aufteilen und dann hat jede Gruppe acht Blaubeeren. Also kriegt jeder Freund von Kali acht Blaubeeren.